Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Link's Awakening hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Ja, in der letzten Folge haben wir ja uns hier das dritte Instrument geholt und zwar war es hier das Nixon-Glöckchen, ein Glöckchen mit einem frischen Klang. Und ja, natürlich hat uns dann nach dem Dungeon hier unser schöner Freund, der liebe Uhu hier besucht. Und er hat uns gesagt, wir sollen in die Durstwüste gehen, um hier eben, ja, das nächste Instrument zu holen. Keine Ahnung, wo sich die Durstwüste befindet. Das müssen wir heute hier herausfinden, weil ja, das habe ich schon alles hier erkundet. Aber hier oben ist noch wenig zu sehen und da gibt es auch noch einiges zu erkunden. Und das sieht für mich ehrlich gesagt so nach Wüste aus, hier der Totenkopf und die ganzen Sanddünen, die es hier zu sehen gibt. Ich glaube, da werden wir mal runtergehen. Ja, das haben wir schon erkundet. Da kommen wir ganz, ganz easy hin. Und da soll es dann das nächste Instrument geben. Aber ich würde sagen, wir telefonieren mal hier mit Urina. Vielleicht gibt es ja da auch ein paar Hinweise. Das war bis jetzt noch nie schlecht, dass wir hier ein Telefonat geführt haben. Tutut? Ja? Hier Ulria? In der Durstwüste, welche im Südosten der Insel liegt, wirst du etwas finden, das man den Wunderschlüssel nennt. Muss ich noch deutlicher werden. Tschüss, klick, tut, tut, tut. Okay, ja Leute, ich habe da ja schon mal richtig geraten. Aber ich würde sagen, bevor wir uns da auf den Weg machen, stocken wir hier mal ja, unseren Vorrat an Bomben auf, weil die sind ja hier letztens uns ausgegangen in der Teufelsvilla. War eigentlich ein sehr, sehr, ja, ich würde nicht sagen leichter Dungeon, aber er war ziemlich, ziemlich gut. So, kaufen. Und hier gibt es auch einen Bogen. Der Bogen, der sieht interessant aus. Den könnten wir eigentlich gleich kaufen, wie die Schaufel. Die haben wir letztens auch gebraucht. So, Pfeil und Bogen. Nur, es steht nur, Leute, nur 980 Rupine. Da war ja die Luxusschaufel, wie sie hier nennen, ein Schnäppchen. Die war wirklich ein Schnäppchen und was ich mich hier frage ist, wenn ich mir hier diese Herzen hier kaufe, ob ich die dann einsetzen kann irgendwann. 3 Herzen, 10 Rubine, kaufen. Ja, wieso willst du etwas kaufen, was du nicht gebrauchen kannst? Okay, dann können wir die leider hier nicht einsetzen. Okay, dann würde ich sagen, wir begeben uns nach unten. Und was steht eigentlich hier? Hier ruht der fliegende Gockel. Okay. Fliegende Gockel also. Wir können uns aber hier runterporten. Wir können uns hier dahin porten und da ist der andere Port. Dann gehen wir da gleich mal hin. Wir haben ja auch in der Teufelswelle die Pegasus-Stiefel hier bekommen. Damit können wir schnell laufen. Wir können diese ganzen Schleimfatzen durchstechen. Und das ist schon recht fein. So, hier ist der Port. Und da würde ich sagen, porten wir uns da gleich mal runter und dann können wir gleich in die Durstwüste rüberlatschen. Wir haben Telefon und alles, brauchen wir nicht. Ja, die kann ich jetzt nicht zerstören. Ich könnte da jetzt drüber springen, aber dafür würde ich wahrscheinlich wieder Pfeil und Bogen brauchen, damit ich mir hier das freischaufeln kann. Also hier können wir nicht drüber. Wie sind wir denn da runtergekommen? Da kann ich wahrscheinlich drüber springen. Dann müssen wir wieder den Weg zurückgehen. Es gibt auch eine Menge Höhlen, die wir hier noch erkunden müssen. Ist es hier schlauer, dann wenn ich mich zurückporte wieder? Ja, auf alle Fälle. Wir gehen oben rum. Geht um einige schneller, habe ich hier das Gefühl. Deswegen, ja. So. Urunga-Steppe. Da waren wir schon oft genug. Kennen wir uns schon aus. Diese blöden Gegner sind halt auch noch da. Oh, okay, der ist neu. Was gibt's hier? Hallo, Link. Ein schöner Stock, den du da hast. Leihst du mir den mal kurz? Klar. Okay, was willst du machen? Das ist nicht das... Nein, das... Nein, nicht schlau. Ja, was erwartest du? Okay, aber wir haben hier
Plötzlich hast du statt eines Stockes einen Honigwabe. Tja. Okay. Aber was mit dem Armen hier passiert, ist wohl egal. So. Da sprengen wir hier gleich mal weg. Sieht sehr zerbrechlich aus. Leute, immer Bomben legen, wo alles sehr zerbrechlich aussieht. So. Mal schauen, was wir mit dieser Honigwabe so anfangen können. Da gibt es sicher irgendwas, was wir damit machen können. So, wo war dieser Weg? So. Ah, okay. Da gibt es eine Stiege. Okay, ich dachte, ich kann nicht weiter springen. Aber es sieht so aus, als wäre hier ein Durchgang, wenn wir hier reingehen. So, da ist es tiefer. Da würde ich jetzt nicht rein wollen. Das können wir jetzt ja durchstechen. Und somit sind wir auf die andere Seite gelangt. Ich hoffe, da gibt es auch irgendwie einen Bord oder so. Und da unten sieht es für mich schon verdammt nach Wüste aus. Deswegen gehen wir da mal runter. Zwergenbucht, okay. Was gibt es hier zu lesen? Willkommen in Zoodorf. Zoodorf, okay, alles klar. Gibt es hier auch irgendwas Cooles? Oh, ein Hase. Die Durstwüste? Ja, im Süden ist ein Weg, der in die Wüste führt. Aber solange das faule Walross diesen Weg versperrt, kommst du wohl nicht in die Wüste. Okay. Also ein Walross. Was sagst du so? Ach ja, an so einem Tag könnte ich ein Lied von Marin vertragen. Marin, das ist glaube ich die was drüben singt. Was sagt die? Hey, wusstest du schon, dass Zoodorf und Möwendorf Partnerstädte sind? Naja, Städte ist vielleicht etwas übertrieben. Daher weiß ich auch, dass es im Möwendorf einen Traumschrein mit einem Geheimnis geben soll. Hm, ob das was stimmt? Ein weiterer Hinweis. Ein Hinweis. Okay, irgendwas hat man hier gehört. Okay. Baum belegen. Sieht zerbrechlich aus. Dann wohl nicht. Traumschrein mit einem Geheimnis. Okay. Traumschrein? Wo soll der sein? Ist der Wurmpalast? Ist das der Schrein? Okay. Oh, yes. Ein Port. Sehr schön. Dann hätten wir den jetzt auch mal freigeschaltet. So. Ja. Wegen all diesem Monster komme ich nicht nach Möwendorf. Hoffentlich geht es Marin gut. Sind wir richtige Fans von Marin? So, können wir jetzt eigentlich diese Äpfel uns runterholen? Oh yeah. Du hast einen grünen Apfel erhalten. Sie füllen Herzen besonders gut auf. Ah, okay, damit kann ich also meine Sachen auffüllen. Ist auch gut für die Herzen. Walross! Schnack, schnack! Okay, unten sind die Marin-Dinger. Würde ich sagen, porten wir uns zurück zu Marin. Ich habe da oben einen Herzcontainer vorhin gesehen. Macht auch Sinn, mit den Pegasus-Stiefeln hier zu sprinten. Ist man um einiges schneller. Und da mit den Herzcontainer. Nur ein Herzteil, sorry, wenn ich immer Container sage zu den Dingern. Aber es ist halt für mich ein Container. So. Wüste. Brauchen wir noch mehr Äpfel? Ich glaube nicht. Komm. So, wir haben jetzt eigentlich ein paar Hinweise bekommen. Erstens der Schrein, zweitens Marin. Da müssen wir irgendwie das Ding aufwecken. Ja, da gibt's schon eine Menge wieder zu tun.
Ah, ich finde die Musik von Zelda einfach so episch. Ist das der Traumstein? Traumschrein, alles klar. So, legen wir uns mal schlafen. Hm. Also neu. Kann ich die... Ja. So gefällt mir das. Oh yeah! Du hast einen Schutzeichen erhalten. Sie reduziert den Schaden, den du leidest. Okay. Oh! Da drüben gibt's die Ocarina. Sehr, sehr cool. Die müssen wir uns auf alle Fälle holen. Bam! Nehmen. Du hast die Ocarina erhalten. Du solltest ein paar Lieder lernen. Okay, das ist leider kein Instrument, mit dem wir hier ja, von der Insel kommen. Das lege ich jetzt mal als Item fest auf X. Kann ich da drüber hopsen? Oder kann ich einfach das zerstoßen? Ah, muss ich, ah, da oben. Gibt ja immer eine Abkürzung. Leute, sucht immer Abkürzungen. Das ist ein guter Tipp von mir. Okay, Traumstrahl hätten wir. Das war unser der erste Tipp. Obwohl ich denn eigentlich gedacht habe, dass der da hinten ist, aber gut. Die Abkürzung ist unnötig. Wo ist Marin? Hm, es ist eine Ocarina, aber was sollst du auf ihr spielen? Wo ist denn jetzt Marin? Gibt's doch nicht. Hey. Fragen wir einfach mal ihn hier. Tut, ja, hier Ulria. In der Durstwüche, welche in der Süden, wirst du etwas finden, das man den Wunderschlüssel nennt. Tschüss. Okay, das hast du uns schon gesagt. Ja, da waren wir schon. Wo ist die hin? Da fragen wir mal hier die Dorfbewohner. Ja, nach den vielen Kehren ist mein Besen ganz kaputt. Du willst also einen Besen haben, sag's doch gleich. Hat die ein Haus, Marin? Okay, da ist der Dude mit dem... Aua, erwähne ja nicht das Wort Honig. Müssen wir vielleicht das Honigding wieder nach oben tauschen? Kann ich da vielleicht einen Besen holen? Okay. Wo ist Marvin? Bonjour, mein kleiner Komet sieht mit seiner neuen Frisur so süß aus. Extremst. Wirklich. Möchtest du eine Runde angeln? Das kostet dich nur 10 Rubine. Nö. Ich wollte nicht. Hey. Okay, dann angeln wir mal. Das wollte ich eigentlich nicht. Komm, beiß an! Beiß an! Nice! Ha! Sieht süß aus. Du hast einen kleinen Fisch geangelt. Genau wie du ist er klein, aber voller Kampfgeist. Eine 34 cm Sprotte.
Steck dir etwas größere Ziele. Ein Fisch wie dieser ist, der ist, mal sehen, 13 Rubine wert. Nanu, hat der Fisch was im Maul? Geil! Nice! Oh, du hast 4 Herzteile gesammelt. Somit können wir endlich noch weiter. Nein, ich will nicht weiter angeln. Dankeschön. Keine Lust mehr. Nö, keine Lust mehr. Wahrscheinlich hat der andere so eine Muschel im Maul. Ah, wir könnten einfach die Kinder fragen. Oder das Tierchen hier, wo sie ist. Nanu, wo hast du denn die Marin gelassen? Hm? Was ist mit dir geschehen? Grrr. Ich möchte das auch gerne wissen. Aber na gut, Leute, wir haben ja die Ocarina, wie man es auch immer ausspricht, gefunden. Und somit möchte ich auch dieses Video hier beenden. Vielen, vielen, vielen Dank auf alle Fälle bei euch fürs Zusehen. Wir wissen jetzt ja, wo das Zoodorf ist. Wir wissen auch, wo die Durstwüste ist. Wir haben den Teleport freigeschaltet und wir wissen, dass da ein Varus liegt, das wir anscheinend mit Marins Hilfe, aufwecken müssen, nur wir wissen eben nicht, wo sich Marin befindet, und das werden wir hoffentlich im nächsten Video alles sehen. Deswegen, ja, bis dahin macht's auf alle Fälle gut, Leute, und haut rein, wir sehen uns, Daumen nach oben, Abo da lassen und, ja, Glocke aktivieren, das war's, vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns,